Hallo ihr Lieben, ich bin wieder Monja von Simple Life Stories und heute möchte ich mit euch ein Schüttel-Dashboard basteln. Ich habe mir hier Paper genommen, dann habe ich das in eine Klarsichthülle getan. Das machen wir jetzt gar nicht, das packen wir es in eine Laminierhülle, weil das ein bisschen fester ist. Eine Product-Life-Card reingemacht, das ein bisschen dekoriert, Glitter und Pailletten reingetan und dann auf der Nähmaschine genäht. Ja, und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Das ist gar nicht so schwer. Ich habe hier meinen Glitter stehen und ich habe auch hier nochmal dasselbe Papier, aber hier die Laminierfolie, weil die einfach etwas fester ist. Und da kann man ja auch schön was einstecken. Also, als allererstes möchte ich jetzt mal in der Pocketgröße ein Dashboard ausschneiden. Und dafür nehme ich hier 8x12 cm. Ja, also ich habe ganz einfach mit dem Lineal abgemessen. Das war halt 8x12 cm. Mache ich jetzt mal hier. Ist ein kleiner Planer. Damit das nicht krumm wird, mache ich das ja auch an zwei Stellen. Kann ich das besser anlegen und ziehe dann hier einen Strich. Zumindest wenn ich die Bleistiftstriche noch wiederfinde, da sind sie. Und bis hierhin muss das Ganze, also mache ich jetzt hier erstmal einen Strich und markiere mir hier nochmal die 12 cm, damit das Ganze gerade wird. So, verbinden. Und schon haben wir das soweit. Jetzt schneide ich das hier aus. Das kann schon mal zur Seite. Jetzt nehme ich hier meine Laminierfolie. Ihr könnt, wie gesagt, auch Klarsichtfolie nehmen, das, was ihr halt gerade da habt. Und dann machen wir das auf und packen hier das kleine Ding rein. Ich lasse jetzt rechts und, also vor allen Dingen, lasse ich links was frei, wenn wir nämlich da hinterher die Löcher reinstanzen, dann möchte ich da schon ein bisschen Platz haben. Deswegen mache ich das jetzt hier mal so und ziehe mir jetzt hier auch so eine Linie einfach, damit ich das besser schneiden kann. So und so. Ich orientiere mich da jetzt hier einfach an den Zahlen, dass gerade wird. Es kommt nicht so ganz drauf an, welche Größe das hat. Deswegen einfach so einmal. Nein, es darf natürlich auch nicht zu groß werden, das passt nicht mehr in euren Planer, aber das sollte eigentlich gehen, weil das ja immer das Maß von den Papieren ist und nicht das eigentliche Innenmaß. Kann man hinterher auch noch ein bisschen stutzen, also auch der jetzt keine Angst haben, dass das nicht funktioniert. So, jetzt kommt der wieder da rein. Und ihr seht schon, jetzt habe ich von vorne und von hinten
habe ich ein Motiv. Und jetzt wird auch eigentlich schon dekoriert. Jetzt kann ich wollte eigentlich eine Project Life Card hier reinmachen, aber wenn ich das tue, dann ist das fast alles abgedeckt. Funktioniert also nicht so wie bei dem anderen. Also wenn ich vielleicht einfach nur so kleine Sachen da reinmache, wie die Schmetterlinge oder hier so ein bisschen Glitter und die Pailletten. Also wirklich nicht allzu viel in dem Fall. Und dann wird das gleich genäht. Aber das zeige ich euch dann noch. So, wir haben den Zickzackstich ausgewählt, weil ich finde den schön und ein schwarzes Garn. Das ist der doppelte Zickzackstich. Doppelter Zickzackstich. Ja. So, ich mache jetzt mal. Los. Es wird jetzt ganz am Rand genäht, einmal drumherum, aber ganz links habe ich offen gelassen, um später die Löcher reinzumachen. Das kleine der Sport schon fertig und ihr seht, Schüttel der Sport ist es auf jeden Fall. Zugenäht haben wir es auch und es ist sehr viel stabiler als mit dem anderen anderen Folie, mit der Klarsichtfolie. Nichtsdestotrotz müssen hier noch irgendwie Löcher rein. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier dran lassen oder einfach abschneiden werde und dann Löcher rein mache, direkt hier rein. Muss ich mal gucken. Also ich würde es lieber direkt hier machen, aber das habe ich jetzt nochmal offen gelassen. Ganz einfach, weil ich es erst in den Planer packen möchte, um dann das auszuprobieren. Ihr könnt natürlich ganz andere Sachen hier reinmachen. Ihr müsst keine Pailletten und Glitzer reinmachen. Führt auch dazu, dass man überall voller Glitzer ist. Ich habe hier solche Dinger genommen. Die habe ich von Rico. Und das hier auch. Ihr seht, das gibt es in jedem Bastelgeschäft. Könnt ihr auch online finden. Und dieses Papier, falls euch das interessiert, das ist von My Story und heißt This Moment Paper. Wenn ich das finde, verlinke ich das auch nochmal unter dem Video. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt jetzt euch ein schönes Schüttel-Dashboard basteln. Und wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Tschüss!